Ja, ja, hier jetzt der Simon, Sozialpädagoge und Musiker. Hallo, Simon. Hallo. Schön, dich zu treffen hier. Ja. Mit genug Abstand. Ja. Dass das auch gewährleistet ist. Auf jeden Fall. Ja, wie geht es dir in dieser Zeit jetzt? Ja, gut. Gut, wirklich. Bin hoffnungsvoll, weil ich weiss, dass es irgendwann mal wieder gut wird. Und ich lasse mich nicht runterkriegen von irgendwelchen Lockdowns. Wenn es genau. Noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ja, genau, ganz genau. Ja. Das ist mein Lebensmotto. Ja. Okay. Genau. Du bist momentan im Militär, habe ich gehört. Okay, genau. Also hilfst du, was machst du genau? Ja, es ist mal ein bisschen anders. Das ist für einmal kein WK, nicht einfach ein Wiederholungskurs, sondern wirklich auch ein Einsatz. Wir sind zuständig für Spitäler, einfach allgemein im Gesundheitswesen im Raum Ostschweiz. Mhm. Und dort sind wir einfach am Wirken. Mhm. Genau. Fühlt man sich da ein bisschen sinnvoller als jetzt im normalen WK? Ja, das ist, das ist eigentlich das, was wir immer geübt haben im WK. Also als Spitalsoldat sowieso. Ja. Da geht man eigentlich auch im WK in den Spitäler reinschnuppern, sozusagen. Und das machen wir halt jetzt richtig im Einsatz. Genau, richtig im Einsatz, genau. Okay. Du bist auch ein Botschafter für Compassion. Richtig, setzt dich gerne für Kinder oder Menschen aus Armut. Genau, eben, ja. Wo es schlechter geht als uns, wo nicht so Hoffnung haben. Und ich denke, dass die täglich mit dem konfrontiert sind, was wir jetzt vielleicht ein bisschen jetzt erleben, oder? Das ist so, ja. Ja, dass nicht mehr alles selbstverständlich ist. Du hast das Paten-Mädchen in der Dominikanischen Republik. Ja? Richtig, Du hast es auch schon besuchen können, oder? Genau, ja. Das war mega schön. Ja. Schauen wir mal rein. Der hat einen Clip gemacht, wie das war. Es war zuerst mega schüch. Ja. Aber nein, sie kommen. Und das ist eben das Patenkind von der Kollegin. Ah, okay. Wo du noch gerade zu sehen hast. Genau, ja. Una, dos, tres. Ja. Mega herzig. Solche Umarmungen wären jetzt momentan nicht möglich. Ja, das stimmt. Ja. Und wie geht es dir, wenn du das siehst? So? Was denkst du, wie es dir geht jetzt? Das ist wirklich ist noch schwierig so, zu überlegen, dass das überhaupt nicht möglich ist. Sogar mit dem Fliegen und so. Das wäre ist eigentlich ein riesen Privileg. Und zum Glück kann ich es schon machen. Oder? Genau. Ja, und so gut zu wissen, dass eben gleich, aber weil Compassion ja eben vor Ort arbeitet, mit lokalen Kirchen, dass sie Unterstützung haben, dass das gleich gewährleistet ist und dass das weitergeht. Also dann ist es so wichtig, dass wir die Unterstützung haben. Das auf jeden Fall, Das auf jeden Fall. Wieso ist es dir so wichtig, deine Stimme zu erheben für Kinder oder Menschenarmut? Weil ich kann nicht einfach nicht an Leute denken, wo es nicht gut geht. Also ich muss irgendwie, weil wir leben auf der gleichen Welt. Wir teilen die gleiche Welt und dann ist es mir ein Anliegen, dass es jedem mindestens so gut geht wie mir. Das ist einfach in mir rein. Ja. Ich kann so wie nicht anders. Ja, schön. Ein bisschen abgeben von dem, was du bekommen hast. Ganz genau. Ja. Ich meine, wir sind ja wirklich privilegiert hier in der Schweiz. Oder? Das ist so. Ja. Und mit einem kleinen Beitrag, den man eigentlich monatlich gibt für so ein Patenkind, kann man Leben verändern. Das ist so. Das ist so, ja. Ist wirklich. Also eben der Effekt ist ja auch mega gross von dem kleinen Betrag. Ja, das ist so. Wie hast du das Mitgefühl? Wer hat das gelernt? Oder hast du das immer schon gehabt als Kind? Ich hatte das schon als Kind gehabt. Also ich weiss noch, auf dem Pausenplatz zum Beispiel, da ist es mir nicht wohl gewesen, wenn einer jetzt irgendwie ein bisschen drunter gekommen ist von anderen bösen Jungs oder so. Dann bin ich immer dazwischen und mir ist eigentlich gleich gewesen, okay, komme ich auch davon ab über oder ist mir wirklich gleich gewesen. Einfach Gerechtigkeit ist mir immer wichtig gewesen. Herz für Gerechtigkeit. Genau. Ja, hast du auch neue Lieder geschrieben jetzt in dieser Zeit? Ja. Ich bin wirklich viel dran. Nebst dem Milchkern. Genau. In der Kaserne. Genau. Aber eben, ich habe meine Gitarre habe ich dabei. Also, es ist auch mal, ich habe auch mal Zeit für Musik. Ja. Das ist schön, Cool.
Ja. Ja, du hast ein neues Lied mitgebracht oder nimmst du in ein neues Lied? Wie heisst das? Genau, das heisst Wanna Be Like You. Mhm. Muss ich mehr dazu sagen, oder? Nein, ich glaube, du wirst auch, ich würde sagen, Sound up. Genau. Yeah, I have a simple wish for every day, and there is nothing else I wanna say. I just wanna be like you in what I think and what I do. Ooh. I keep my mind on the road for the truth. My heart is ready not to be renewed, and I just wanna be like you in what I think and what I do. Yeah, I wanna be born again. Even if my ego has you die, I wanna smile again. I follow you and right behind. I wanna look the same like you. Yet I know that I'm way far from you. And I just wanna be like you in what I think and what I do. I just wanna be more like you in what I think and what I do. But I just wanna be like you. Ooh, ooh, but I just wanna be like you. Ooh, ooh, you. Yeah, oh. Don't wanna be just your amigo. Know that you are my superhero. But when I look into the mirror, can tell that I am brother similar. What I'm gonna do? I just wanna be like you. Don't know when a surgeon who can make me look like you. And so I run to ya till I look familiar. Let me be just where you are, so Lord, I just wanna be like you in what I think and what I do. I just wanna be more like you in what I think and what I do. Lord, I just wanna be like you in what I think and what I do. I just wanna be more like you in what I think and what I do. But I just wanna be like you. Ooh, ooh, you. Ooh, but I just wanna be like you. Ooh, ooh, you. And I just wanna be like you. I just wanna be like you. Oh, oh, oh. I just wanna be like you. Everything and what I do, and I just wanna be like you. Yeah. So gut. Merci. Wow. Also du meinst Jesus, oder? Genau, du ja. Jesus. Ganz wow. Genau. Das ist schön. Danke. Mega cool. Ja. Danke vielmals für den Einblick. Ja, gerne. Und dir ja. Weiterhin viel Kraft und danke vielmals, Hoffnung ja. In dieser Zeit. Und danke. Bleib gesund. Mach ich für den Fall. Sehr schön. Danke. Merci vielmals.